Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Wir kommen jetzt wieder mal zu den kleinen Kaninchen. Also ich muss ganz ehrlich sein, das ist jetzt das erste Video seit einigen Tagen für mich. Ne? Das muss ich euch gestehen jetzt hier mal an der Stelle. Ihr habt zwar jeden Tag ein Video gesehen, aber das waren alles vorproduzierte Videos. Ihr habt das wahrscheinlich gemerkt, dass ich relativ unzugänglich gewesen bin, was die Kommentare angeht. Normalerweise versuche ich ja täglich quasi die Kommentare, wo ich dann eine Antwort geben möchte, sie in die Videos mit hinein zu konstruieren. Das habe ich jetzt an der Stelle nicht gemacht. Wieso nicht? Weil ich weg gewesen bin. Ich war von Mittwoch an bis gestern spätabends irgendwann war ich unterwegs und habe sie gestern Abend zwar nochmal gefüttert, aber das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich hier in diesen ganzen Kaninchenbereich hineingucke. Und wir werden uns mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Ne? Ich habe ja zum ersten Mal quasi Videos vorproduziert und habe an diesem Dienstag in dieser Woche habe ich 4 Videos hergestellt. Ne? Das war ein ganz schöner Akt, muss ich sagen. Ich wusste, dass ich weg war, aber ich wollte trotzdem die Frequenz aufrechterhalten, ne? Und habe dann so das ein oder andere Thema quasi mit hineingebaut. Unter anderem quasi hier gezeigt, wie der Bereich leerer geworden ist. So könnte man das definieren, wenn man das möchte, ne? An so einem Sonntagabend. Dann waren auch so die ein oder anderen Verarbeitungssequenzen, ne? Die habe ich dann nochmal mit eingebaut. Dann habe ich ja nochmal die Kaninchen, Viecher hätte ich fast gesagt, die beiden Muttis hier decken lassen. Und Nummer 3 ist auch umgezogen, ne? Und da war ja unter anderem auch Kaninchenzeit, die dann ja auch gesagt hatte, komm, lass sie mal von da oben darüber ziehen, ne? Und das war an dem Vortag, bevor ich das Video scharf schalten wollte. Und dann dachte ich mir, ey, Kaninchenzeit hat mich erwischt, ne? Sie hat schon einen Vorschlag geäußert, was ich sowieso machen wollte. Also diese ganzen Videos sind an einem Tag passiert. Das war für mich auch eine außergewöhnliche Situation, sage ich mal. Aber du machst dann auch nichts anderes mehr, außer Videos drehen, ne? Und heute kommen wir wieder frisch in die Materie hinein, quasi so wie es heute ist, ne? Also, was ist in der Zeit passiert? In der Zeit war ich nicht da und meine Frau hat sich hier um die Tiere gekümmert, plus Kinder. Ne? Die Kinder haben hier auch mitgewirkt, so ein Stück weit. Ich habe gestern zwar schon mal gefüttert, aber ich habe hier noch nicht mal im Einzelnen hineingesehen, was hier los ist. Guck mal, hier ist Nummer 3, der Gute. Sei gegrüßt, mein Lieber. Und zwar war auch die Frage unter anderem von Beatrix, da gehen auch ganz herzliche Grüße einmal heraus. Und die Frage war, warum ich hier so einen Aufwand betreibe, wenn das Kaninchen hier umziehen möchte, also Nummer 3 hier, ne? Und wieso habe ich das gemacht? Weil Nummer 4 hier drin gewesen ist und der sah nicht ganz so gut aus, muss ich sagen, ne? Und darum dachte ich mir, komm, mach da mal was, ne? Wer weiß, was hier nochmal so an Überbleibsel hier geblieben ist, ne? Wer weiß, was er dort hatte. Und hab das dann noch einmal vernünftig desinfiziert mit Feuer sozusagen. Normalerweise mache ich das nicht, ne? Also wenn alles in Ordnung ist, dann ziehen die Kaninchen um und gut ist, ne? Da machen wir nicht so einen Stress, sage ich mal. Aber hier in dem Fall dachte ich mir, das könnte eventuell Sinn machen. Und wo man dann einmal gegengewirkt hat, ne? Das holt einen dann vielleicht auch nicht mehr so schnell ein. So, was haben wir noch hier gehabt? Ich habe eines Tages habe ich mal ein Foto geschickt bekommen. Und zwar dieses Kaninchen hier ist komplett abgehauen. Und zwar sah das so aus. Ja, das war eine Aktion, sage ich mal. Das musste meine Frau auch wieder einfangen. Und meine Mutter kam dann auch nochmal. Die hat sie dann nochmal so ein Stück weit unterstützt und hat sie dann auch regulär, quasi fachmännisch dann auch wieder eingefangen und ihre Behausung zugeführt. Also ihr seht, da ist immer ein bisschen Action los hier. Zack. Guck mal, die wollte ihre Füße nicht wegnehmen, ne? Die war bereit, Schmerzen in Kauf zu nehmen, als dann ihre Füße hier wegzuziehen. Ihr seht, Heu ist noch gar nicht drin, noch gar nichts hier. Ich war heute auch relativ viel unterwegs und dachte mir,
bevor wir jetzt gleich die Kinder schlafen gelegen und ich dann hier das ein oder andere nochmal machen muss, mach nochmal schnell ein Video, ne? Und hier sind wir dann an der Stelle. Da haben wir die drei Kameraden hier, ne? Die sind hier und auch ganz viel Rasen und ähnliches hier da drinnen, ne? Also ich staune auch so ein bisschen, was hier alles los ist sozusagen. Wo wir hier noch beim Stall sind, hat auch Kaninchenzeit auch nochmal geschrieben, dass sie zum Desinfizieren auch gerne Kalk benutzt. Und da kann man dann die Kaninchen auch gerne wieder einziehen lassen. Also ich habe tatsächlich noch nie Kalk benutzt, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Darum habe ich das hier mal schön vernünftig aufgeführt, ne? Ja, und wenn man nicht da ist und die Videos vorproduziert sind, dann kann man natürlich auch nicht spontan agieren. Und von daher hole ich das jetzt einmal nach. Und zwar hat Frechdachs am 9. Juni Geburtstag gehabt. Also da gehen auch mal ganz herzliche, nachträgliche Glückwünsche heraus. Genauso auch Robert Graf, auch dir wünsche ich alles Gute zum Geburtstag hier an der Stelle. Ja, ich hole mal so den einen oder anderen Kommentar nach, sage ich mal. Irgendwann zum Schluss hatte ich leider auch schon keine Zeit mehr, weil ich dann ständig hier auf Achse gewesen bin, die dann nochmal irgendwie zu beantworten, ne? Unter anderem hat auch Justus einen Kommentar geschrieben und der sagt, dass er noch nie Nieren verwertet hat. Leber und Herz kennt er, aber das hat er noch nicht verwertet. Und ich mache das relativ häufig, wenn ich Herz, Nieren und auch Leber habe, dass ich sie im Wasser einlege, sozusagen einmal vernünftig durchspüle, ne? Dort bleiben sie dann ein paar Stunden, dann werden sie eher so ein bisschen gräulich, sage ich mal, und dann kommen sie da auch heraus. Aber jetzt sind wir wieder am Start sozusagen. Jetzt gucken wir uns auch wieder, ich sag mal, täglich, wenn es dann funktioniert, dann gucken wir da mal rein und schauen mal, was hier so passiert. Besonders diese zwei hier, die wurden ja zugelassen und zwar am Dienstag. Nicht dann, wann das Video kam, sondern am Dienstag wurden sie zugelassen. Ich habe jetzt tatsächlich sie hier auch noch nicht nochmal probiert. Eigentlich wollte ich das machen heute oder gestern Abend. Aber dann war doch relativ viel Trubel und darum habe ich das jetzt erstmal so sein gelassen. Ich denke mal, dass ich das erstmal so weiterlaufen lasse und dann schauen wir mal, was einfach passiert, ne? Einfach schön stressfrei, sage ich mal, hier an der Stelle. Guck mal, wie die braune hier liegt, die gute. Das dienstälteste Kaninchen, was jetzt hier aktuell auf dem Hof ist, mehr oder weniger, ne? Und dann schauen wir mal, was die anderen hier so treiben. Die weiße Mutti, da ist sie. Zack. Stähle müssen sauber gemacht werden, alles einmal, aber das kommt noch, ne? Ich habe das jetzt alles am Dienstag quasi nochmal in aller Hektik fabriziert, erledigt, mehr oder weniger. Und nun sind wir hier, der blaue Wiener, und da haben wir hier nochmal unsere zwei. Also schon wesentlich entspannter hier, ne? Wenn die nur noch zu zweit sind hier, die Kaninchen. Zack, du graue Mutti. Ja, die mussten sich natürlich jetzt auf andere Menschen einstellen, ne? Meine Frau meint, die sind da teilweise sehr wild gewesen, ne? Andere Gerüche etc. Und dann laufen die hier mal hin und her, machen da einen riesen Krawall, wenn sie dann gefüttert werden sollen, ne? Da haben wir sie, die helle Großsilbermutti plus Jungtier, wobei die auch schon relativ groß geworden ist, ne? Und die Blau-Weiß-Schecke, sei gegrüßt. Zack, du auch nochmal hier. Kleines Kaninchen. Ein gutes Kaninchen. Guck mal hier, wie zahm die ist, ne? Hier waren sie alle zahm, hier die kleinen. Zack, sehr schön. Die haben noch Heu. Ich weiß nicht, ob meine Frau nachgelegt hat. Wahrscheinlich ist es noch von Dienstag, ne? Weil die haben die Tage, denke ich mal, relativ wenig Heu bekommen, aber dafür umso mehr Grünes. Die haben jeden Tag irgendeine Ladung bekommen hier. Teilweise auch zwei oder dreimal, ne? Einmal meine Kinder, einmal meine Frau und einmal zusammen, so vermute ich, ne? Und das war natürlich jetzt auch mal eine neue Situation, jetzt mal über mehrere Tage. Ich weiß gar nicht mal, wann das gewesen ist, dass man mal fast eine ganze Woche oder eine Zweidrittelwoche nichts mit den Kaninchen zu tun hatte. Kein Video, kein gar nichts, ne? Das war mal eine Situation, ne? Mal ganz frei von Bewertung, mehr oder weniger.
Ja, somit sind wir jetzt auch wieder zum Ende dieses Sonntagsvideos gekommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag oder Abend oder Nacht, ne, je nachdem wann ihr das seht. Und auf jeden Fall eine maximal erfolgreiche Woche, die jetzt vor euch steht, ne? Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.